Hallo meine Lieben und willkommen zum heutigen Video hier auf meinem Channel. Wie ihr es im Videotitel schon gelesen habt, es ist heute der dritte Teil der Ich habe die Pille abgesetzt Reihe. Wir alle wissen ja, dass der Körper mindestens ein Jahr braucht, um sich nach der Pilleneinnahme wieder einigermaßen einzupendeln und wieder sein, weiß nicht, sein Reset da irgendwie so hinzukriegen. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich finde es tatsächlich sehr interessant, wie viele Leute das wirklich gucken und sich mit mir darüber austauschen, weil sie selber auch da irgendwie ein bisschen Probleme haben oder wie auch immer. Und ich wurde das letztens von einer Freundin, die auch abgesetzt hat, wieder gefragt, wie, was, wo und so. Und dann ist mir aufgefallen, oh shit, ich hätte fast vergessen, dieses Video zu drehen, weil irgendwie war die Zeit jetzt so schnell rum zwischen dem letzten Mal und zwischen jetzt. Und das ist quasi dann jetzt das vorletzte Video erstmal, weil ich wollte das eben in 3 Monatsabständen jeweils, also vierteljährlich machen, in diesem Jahr, um so den Verlauf von dem Ganzen, ja, euch quasi miterleben zu lassen. Nur ohne, dass ihr die ganzen negativen Sachen in eurem eigenen Körper spürt. Also, für euch cool, für mich uncool. Im Endeffekt hat sich, finde ich, tatsächlich echt viel getan in diesen letzten 3 Monaten. Zuallererst mal eine Sache, und zwar habe ich ja beim letzten Video erzählt, dass meine Kopfhaut auch so abscheulich bröselt und schuppig ist. Das kann ich jetzt quasi mal entkräften. Ich hatte nämlich vor 8 Wochen, gut 8 Wochen, fast 9 Wochen inzwischen, einen kleinen Unfall beim Friseur sozusagen. Das heißt, ich gehe normalerweise alle 6 Wochen zum Haare färben, blondieren, also zum Ansatz nachfärben, weil ich nicht naturblond bin. Und mein Friseur hat eine neue Farbe, also von einem neuen Hersteller bekommen. Und die haben wir vor diesen 9 Wochen jetzt auch schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal benutzt. Immer in 6 Wochen Abständen. Ich bin jetzt nicht die größte Leuchte in Mathe, aber das war ein längerer Zeitraum. Und in der Zeit hat meine Kopfhaut angefangen, so krass schuppig und trocken zu werden und so arg zu jucken. Und wirklich, das war so, ich fahre mir einmal hier so durch die Haare durch. Und so, also, das war ganz schlimm. Inzwischen ist es ein bisschen leichter. Und das lag im Endeffekt nicht an irgendwelchen Pillengeschichten oder nicht mehr Pille oder Hormongeschichten oder irgendwas. Sowas ist ja immer möglich, dass die Kopfhaut sich auch meldet. Sondern es lag tatsächlich an dem Haarfärbemittel, denn vor circa 9 Wochen hatte ich dann eine super starke allergische Reaktion. Ich habe davor schon gemerkt, dass Step by Step irgendwie es immer unangenehmer geworden ist während dem Haarfärbevorgang. Aber ich bin ja so ein kleines Kämpferli und denke mir so, ach, das ist jetzt nur heute, weil... Vor allem, ich bin ja für mich davon ausgegangen, dass meine Kopfhaut einfach gerade so ein bisschen rumspinnt und dachte mir, deswegen ist es gerade so unangenehm. Dass es wirklich an der Farbe liegen könnte, daran habe ich nicht gedacht. Ja, Schande über mich, toll, bla bla bla. Und dann vor 9 Wochen, wie gesagt, kam dann die allergische Reaktion, wo dann alles rot geworden ist und angeschwollen ist und mein Kreislauf so in sich zusammengesackt ist und war schön. Zum Glück haben sie für mich jetzt extra die alte Haarfarbe wieder bestellt, mit der alles gut ist. Und ich merke auch, ja, ich lebe. Also es waren keine Schmerzen, kein gar nichts und meine Kopfhaut wird auch wieder besser. Ich habe halt jetzt, das hat man auch in den letzten Videos gemerkt, mal für gut 8 Wochen, also seit diesem Unfall bis zum Termin, der jetzt letzte Woche war, meine Haare kaum geglättet, kaum gestylt, sondern viel auch mit Tüchern und sowas dann gemacht oder einfach naturbelassen, offen gelassen, damit sich meine Kopfhaut regeneriert, weil die war im Arsch. Ja, also so viel zur Kopfhaut. Ich kann also zu 95% entkräften, dass es an der Pillenumstellung lag. Was hat sich tatsächlich seitdem getan, was mit dem ganzen Pillenzeug zu tun hat? Ich hatte ja den Eindruck, dass meine Haut ein bisschen besser geworden ist. Also hier vorne ist es, finde ich, tatsächlich besser geworden. Ich benutze aber auch seit jetzt einigen Wochen, Monaten einen Toner, von dem ich den Eindruck habe, dass er tatsächlich funktioniert. Und den verteile ich auch auf dem Dekolleté und im Gesicht. Seitdem habe ich den Eindruck, dass es zwar immer noch, also dass ich eher weniger Probleme mit richtig Pickeln im Gesicht habe. Trotzdem merke ich, meine Haut ist anders als vorher. Es sind viel mehr Hautunreinheiten da, als sie sind seit dem Toner.
nur nicht mehr so groß und umfangreich und schrecklich und schmerzhaft und hier vorne genauso. Wo ich den Toner nicht richtig benutzen kann, ist am Rücken und ich möchte euch meinen Rücken nicht zeigen. Es ist super unangenehm, also ich, das, es ist, und es belastet mich auch wirklich richtig, also es klingt jetzt total Ding so, ja, wegen ein paar Pickel holt sie jetzt rum, es belastet sie, ja. Aber es ist wirklich so, also wir sind jetzt nächstes Jahr im März, eine Freundin und ich, bei Dieter von Thies in Amsterdam und ich habe mir ganz viele Kleider angeguckt, ich hätte so Bock gehabt, irgendwas mit mehr Rückenausschnitt anzuziehen, aber... Von diesem, sagen wir mal, ungefähr 4 Wochen Zyklus da, habe ich 3 Wochen davon einen ganz scheußlichen Streuselkuchenrücken. Der ist vernarbt, es ist einfach nur scheußlich, es tut weh, vor allem hier oben. Das sind ja nicht mehr richtige Pickel, das sind wirklich so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist richtig, das ist hucklig, es tut weh. Und es bleiben am Ende einfach Narben und das ist echt ätzend. Hier am Arm, weiß nicht, ob man das wirklich sieht, diese ganzen kleinen Stellen, das sind alles, also das sieht man in der Kamera jetzt ganz safe nicht. Schauen wir mal, ob man da irgendwas sieht. Aber das sind auf jeden Fall, wenn man was sehen sollte, alles Narben. Und das nicht, weil ich da hinkratze die ganze Zeit, sondern das ist einfach nur so, da kommen so kleine Pusteln. Und die gehen dann wieder weg und dann sind es Narben. Ätzend. Witzigerweise habe ich das eigentlich irgendwie nur an der rechten Schulter, an der linken nicht. Man weiß es nicht warum. Und ja, und das nur in größer und blöder ist am Rücken der Fall. Und das ist schon was, wo ich mir denke, so ja, scheiße. Das ist einfach ja, nicht schön, weil ich meine, klar, eine Narbe, um Gottes Willen, das bringt jetzt keinen um, aber man hätte halt doch gerne einfach einen schönen Rücken, wo keine Narben drauf sind und keine komischen Dinge. Ansonsten hatte ich jetzt vor kurzem einen ganz mysteriösen Fall und das hat mich super nachdenklich gestimmt und auch etwas unglücklich. Also ich weiß, dieses Video, also so, ich glaube, so positiv die letzten Videos irgendwie doch gewesen sind, so negativ und traurig ist es irgendwie heute, weil ich hatte vor ein paar Wochen jetzt, das, manche haben es vielleicht auch mitverfolgt auf Instagram, ich musste ins Krankenhaus, weil mir von sämtlichen Ärzten gesagt worden ist, also ich hatte extreme Schmerzen im Bauch, ich konnte es auch gar nicht mehr richtig lokalisieren, wo und alle Ärzte, wenn ich ihnen so ungefähr erklärt habe, wo ich denke, dass es herkommt, waren so, oh Gott, das ist der Blinddarm. Und ich konnte nicht mehr richtig gehen, ich konnte nicht mehr richtig laufen, ich konnte also mein Bein nicht mehr richtig belasten, es hat so ausgestrahlt überall hin, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist, es war einfach nur schlimm. Wenn ich gesessen bin, einfach nur so, war es okay, habe ich mich ein bisschen bewegt, war das so unerträglich. Und ich habe ja grundsätzliche, deswegen habe ich auch meine Pille immer durchgenommen. Also ich habe ja 1 bis maximal 2 Pausen im Jahr gemacht von der Pilleneinnahme. Also Folienstreifen nach Folienstreifen immer die ganze Zeit durch, weil ich immer so extreme Schmerzen während meiner Regel hatte. Und das hatte ich auch schon davor, bevor ich die Pille genommen habe, ganz extrem. Also so extrem, dass ich ohnmächtig geworden bin, dass mein Kreislauf zusammengesackt ist, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil alles so verkrampft war. Ich muss auch dazu sagen, ich bin keine, wie sagt man, kein Mimöschen, also keine wehleidige Person. Wenn ich sage, aua, das tut weh, dann weil es richtig weh tut. Ja, wenn es so 2, 3, 4 Mal zwickt oder sowas, das ist einfach nur unangenehm, dann denke ich mir halt so meinen Teil, aber ich äußere es gar nicht. In dem Moment, wo ich es ausspreche, kann man davon ausgehen, dass es gerade extreme Schmerzen sind. Und also wenn ich im Bett liege, neben meinem Freund und sage, boah, scheiße, ich habe echt Schmerzen, dann ist es eigentlich so, dass manch andere gekrümmt und schreiend im Bett liegen würden. Aber ich bin also jemand, ich ertrage immer einfach viel. Und an diesem Tag war es einfach so extrem, dass ich auch nicht, ich kann nicht in die Arbeit gehen. Es ist unerträglich. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich konnte nicht richtig Auto fahren und gar nichts. Bin dann ins, also wurde dann von A nach B geschickt, von einem Krankenhaus nach zum nächsten und bin dann im Endeffekt in der Notaufnahme gelandet. In einem Krankenhaus, das ich hasse. Andere Geschichte. Und da hat man dann das alles angeguckt und die da du, Blut abnehmen ging nicht, weil andere Geschichte. Und ja, im Endeffekt sah es dann so aus, als ob es nicht der Blinddarm wäre.
sondern als wäre irgendwas mit meiner Gebärmutter, weil da sehr viel Flüssigkeit drin gefunden worden ist. Und dann hat diese Notarztfrau, Ärztin einen riesen Terz gemacht. Dann bin ich also am nächsten Tag zu, nächster oder übernächster Tag, zu meiner Frauenärztin, hab die es anschauen lassen. Und die hat mich dann erstmal beruhigt, weil sie meinte, sie sieht nichts, was irgendwie schlimm sein könnte. Sie geht davon aus, dass es nichts Schlimmes ist, aber dass die Schmerzen entweder von einer Zyste herkommen könnten und deshalb die Flüssigkeit da ist, oder die Flüssigkeit noch übrig ist vom Eisprung, wenn der gerade gewesen ist. Das sind die beiden Dinge, von denen sie ausgeht. Also eigentlich nichts Schlimmes, wir sollen es weiter beobachten. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wie gesagt, wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann habe ich richtige Schmerzen. Und habe dann gesagt, so, aber es war richtig schlimm. Ich dachte, ich habe jetzt einen Darmdurchbruch oder irgend so einen Scheiß und sterbe. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber fast. Und die Schmerzen während der Regel, ich versuche mich daran zu gewöhnen, dass ich nichts kann in dieser Zeit, dass ich nur schlafen will, dass ich einfach nur tot bin, dass ich die ganze Zeit Schmerzen habe, dass ich einfach nur, mir geht es einfach richtig schlecht. Also es ist so, als würde man, hätte man gerade so, als wäre es so der Tag, bevor eine Grippe ausbricht. So fühle ich mich dann die komplette Zeit über. Einfach nur super eklig, plus die extremen Schmerzen. Und da hilft dann nur noch Ibuprofen, Naproxen, mein komischer Entspannungstee, von dem ich einfach einschlafe, weil so viel Zeug drin ist. Und ja, ich glaube an die Wirkung von Tees, die einfach nur entspannen und alles machen und dann laufe ich so durch die Welt und sehe nur noch rosa Elefanten und so. Aber nicht nur währenddessen, sondern auch diese circa 3 Wochen zwischen den Regeln habe ich eigentlich die ganze Zeit Schmerzen. Also das sind so, sobald meine Tage vorbei sind, sind es so 3 Tage, wo es mir gut geht. Und ab dann habe ich eigentlich jeden, also und es ist nicht so, als ob es jetzt nur einmal zwicken würde oder so. Sondern es ist wirklich so, eigentlich fast jeden Tag, dass ich irgendwelche Schmerzen habe. Und ich habe aber nichts. Also es ist alles angeguckt worden und ich bin ja auch jedes halbe Jahr grundsätzlich bei der Vorsorge, also Vorsorge-Zyto und lasse immer die verschiedensten Ultraschalle machen und Scheiß und Zeug und lasse alles immer abchecken. Und das ist alles wunderbar und ich dachte, das ist doch nicht normal. Und sie war so, doch, also das tut ihr jetzt leid, das so zu sagen, aber es gibt Leute, da ist das so. Und dann war ich so, okay. Das heißt, ich gehöre zu einem von diesen Menschen, weiblichen Menschen, die mehr oder weniger 24/7 so mindestens 6 von 7 Tagen die Woche Unterleibsschmerzen haben, wo sie erstmal eine Runde schlafen müssen, ohne Wärmflasche nicht mehr auskommen, ohne Schmerzmittel zum Teil, und das ist normal. Ja. Geil. Und da war ich dann echt so, dass ich mir dachte so, am liebsten würde ich jetzt diese 2 Folienstreifen, die ich immer noch habe von meiner Pille, wenn sie noch haltbar sind, ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich sie jetzt wieder anfangen zu nehmen. Mir hat es wirklich gereicht in dem Moment. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich so arge Schmerzen hatte. Und am Ende des Tages war es wahrscheinlich nur mein Eisprung, der so schlimm war, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und das ist dann normal. Also, ich komme aus der Medizin, ich habe sowas noch nie erlebt. Also, ich hatte in der Gynäkologie, als ich da gearbeitet habe, niemanden, der sowas beschrieben hat. Und also wenn ihr auch jemand seid, der 24/7 richtig leidet, und damit meine ich mehr als ein Zwicken, sondern wirklich leidet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass das jetzt quasi den Rest meines Lebens so weitergehen soll. Kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Also ich bin gespannt, wie das noch wird. Also wie gesagt, das ist jetzt heute ein wirklich sehr negatives Feedback zum Pille absetzen. Aber ich vermisse gerade einfach wirklich die Zeit, wo ich meine Pille genommen habe. Und ich habe sie einfach genommen und ich wusste, ich bin geschützt, voll geschützt, kann mich drauf verlassen, weil ich mich auf mich verlassen kann und habe keine Schmerzen und die Welt ist super und jetzt ist es irgendwie so,
Ich meine, mir geht es mental, das habe ich schon in anderen Videos gesagt, wesentlich besser als vorher. Ich bin grundsätzlich ein sensibler und emotionaler Mensch. Das wird sich auch nie ändern, aber es ist viel besser. Ich habe viel mehr die Kontrolle über meine Emotionen als vorher. Also das ist auf jeden Fall alles besser. Auch meine grundsätzlich depressiven Phasen, die ich immer schon hatte und immer haben werde, weil ich einfach auch ein melancholischer Mensch bin, der einfach ab und zu mal abrutscht in die Depressivität und dann ist einfach die Welt kacke und blöd und dann bin ich wieder am Boden zerstört. Das hat jeder, also, oder nicht jeder mal, aber das war nie anders. Ich bin einfach so. Das war aber einfach immer viel ausgereifter, als ich noch die Pille genommen habe, im Gegensatz zu jetzt. Und das ist auch bekannt, dass die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln sowas steigern kann. Und das ist auf jeden Fall besser. Aber trotzdem kann ich mich einfach mit diesem dauerhaften Schmerzen aktuell noch nicht anfreunden. Und ich hoffe einfach, dass sich das noch quasi verwächst oder noch weggeht. Genauso wie mit meinem Rücken. Also Regelmäßigkeit und so weiter ist eigentlich in Ordnung. So ein paar Tage schwankt es ab und zu mal, aber ich kann mehr oder weniger die Uhr danach stellen. Das ist eigentlich alles easy, wenn ich da höre bei manch anderen, wo die einfach ausbleiben, die Blutungen, und man weiß nicht, was los ist und muss dann anfangen, Medikamente zu nehmen, damit die vielleicht wieder anfangen. Das ist schon knackig und sowas habe ich zum Glück überhaupt nicht. Aber mir reicht das, was ich habe, und ja, ich weiß nicht, ich hätte das bestimmt auch gehabt, wenn ich die Pille nicht genommen hätte, also weil ich hatte früher auch schon so Schmerzen. Aber ich habe halt einfach den Vergleich zu den letzten sehr vielen Jahren und das ist einfach im Moment für mich überhaupt kein Spaß. Und ja, das ist das aktuelle Feedback. Also ich bin im Moment so semi-zufrieden. Und bin einfach gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anliegen oder irgendwelche Storys loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, auch wenn es heute ein relativ negatives Video war, dass es für euch interessant gewesen ist und ihr vielleicht irgendwie was davon mitnehmen konntet. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Ich weiß, im Moment ist hier ein bisschen wenig los. Aus diversen Gründen. Mein Privatleben ist noch ein bisschen chaotisch. Ich bin, wie gesagt, momentan auch einfach irgendwie gesundheitlich nicht ganz so auf dem Dampfer. Durch diese ganzen Schmerzgeschichten, die jetzt wirklich sehr extrem waren die letzte Zeit. Also sehr extrem wirklich. Und dann war ich irgendwie laufend krank und ich bin auch jetzt noch irgendwie so ein bisschen verschnupft und alles. Ja, mal schauen, wie es noch weitergeht. Wie gesagt, ich habe euch nicht vergessen, meine Lieben, auch wenn jetzt keine zwei Videos pro Woche rausgekommen sind. Ab und zu wird es einfach so sein, dass nur ein Video pro Woche rauskommt. Wenn euch das Video trotzdem, trotz allem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu hier wart, lasst auch gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen, dauerhaften Zuschauer auf meinem Channel. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Baba.